Obwohl ich, glaube ich, heute ein bisschen klarere Worte vielleicht hier und da habe, wie gewohnt. Aber ihr wisst, dass alles, was von mir kommt, aus meinem Herzen zu euch kommt und euch unterstützen mag. Thorsten, bist du so lieb, noch meine Präsentation hochzuladen? Ich danke dir. Das war Gedankenübertragung. Dann lasst uns doch mal starten. Erstmal noch ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ihr seid diejenige oder derjenige, der entscheidend ist für deinen Erfolg. Und an so Tagen oder zu solchen Events da zu sein, heißt, du bist präsent. Das ist wie ein Commitment nach draußen geben. Für dich ganz, ganz elementar, oft elementarer als für alle anderen. Aber auch, was geben wir denn für ein Zeichen nach draußen? Wollen wir etwas? Dann kann auch alles für uns besser arrangiert werden. Und lasst uns mal durchstarten durch verschiedene Themen, die das Thema Erfolg beeinflussen und was es wirklich mit dir zu tun hat und wie du ein stabiles Fundament schaffen kannst. Ihr habt die Worte alle schon gehört. Glaubenssätze, Energie, Handlungen. Alles drei sind ganz elementare Elemente für Erfolg. Aber soll ich euch sagen, was entscheidend ist für den Moment, wo Erfolg ausbleibt? Ebenso Glaubenssätze, die Energie und die Handlungen. Und da möchte ich mit euch heute näher eintauchen, wo du Stellschrauben hast, vielleicht was nachzujustieren, dass dein Weg leichter wird, dass er mehr mit Freude gefüllt ist und alles, woran wir Freude haben, läuft einfach viel, viel leichter. Die doTERRA-Reise. Ich habe sie sehr, sehr simpel skizziert für euch. Wir hoffen, es geht immer nach oben, aber es gibt auch Momente, da stagniert es oder da bekommen wir einen Hänger. Und ich glaube auch alle, wie wir hier in der Runde sitzen und heute unsere Erfahrungen teilen, hatten wir alle schon mal Momente, wo wir dachten, ich hatte zwar noch keine Sekunde, wo ich daran gezweifelt habe, dass mein Weg richtig ist, aber es gab auch Momente, da habe ich wieder neue Lösungen gesucht. Also lass uns mal die doTERRA-Reise anschauen, denn auch wenn sie ähnlich ist, ist sie doch wieder für jeden von uns sehr unterschiedlich. Wir haben alle einen Moment, wo irgendwas beginnt, wo irgendwer mit uns über die Öle spricht, wo sie in unser Leben kommen, wo sie irgendwas in uns entfachen, was wir vorher überhaupt nicht kannten. Und irgendwas tut sich in uns. Und die meisten, ganz ehrlich unter uns, hatten, glaube ich, nicht vor, hier irgendwas zu suchen, womit wir arbeiten können. Aber irgendwann kommt der Moment und es scheint schon durch und du denkst, echt jetzt? Wirklich? Also, es gibt einen Startmoment, aber dann ist genauso elementar, Volker hat schon angesprochen, was ist unser Ziel? Was ist unser Warum? Es ist zwar jetzt hier als Fähnchen gekennzeichnet, aber unser Ziel ist ja kein fixer Moment. Selbst wenn wir jetzt sagen, Presidential Diamond, mein Gott, kannst du wieder von vorne anfangen, kannst eine zweite Struktur aufbauen. Du weißt, Elise Chedevi hat es schon, ist schon beim dritten Mal. Ganz verrückte. Aber die Frage ist einfach, was treibt dich an? Ja, und zwischendrin kommen unsere Erfahrungen, die wir machen. So, lasst uns mal starten, wo alles beginnt, weil jede Reise startet irgendwo und für die, die mich noch nicht näher kennen, aber ich glaube, die meisten, die hier in der Runde sind, wir kennen uns schon, hatten schon Berührungen, ihr kennt auch unsere Geschichten schon hier und da. Ich habe über 20 Jahre mit Apotheken zusammengearbeitet und war 15 Jahre beratend tätig. Also kannst du dir vorstellen, wie Unternehmensberatung für Apotheken und habe die letzten 4, 5 Jahre ein Team geleitet. Hier siehst du einen Teil meines Teams noch. Und du siehst mich lächeln, weil das ist einfach mein Gemüt. Das bin ich. Und ich habe auch immer versucht, aus all dem das so zu gestalten, wie mir meine Arbeit am meisten Freude macht. Und da waren auch Teile drin, die mich wirklich erfüllt haben. Aber was du hier nicht siehst, ist, oder was man noch sieht, hier ist viel im Außenbild. Ja? Wir haben große Autos gefahren, deswegen war dann aber auch immer wieder Diskussion. Es ging um Positionen, es ging um, wie irgendwas wirkt. Und jeder hat von außen gedacht, boah, super, Miriam ist eine unter wenigen Frauen in einer Führungsposition. Wir konnten deswegen reisen und so weiter. Das war sichtbar. Was ist für dich nicht sichtbar? Ich war sehr erschöpft. Sieht man vielleicht nicht ganz, aber ich war sehr erschöpft.
Das heißt, ich musste sehr genau mit meiner Energie haushalten, dass ich überhaupt präsent sein konnte. Ich hatte Migräne, Kopfschmerzen, habe nicht gut geschlafen. Ich hatte Bauchkrämpfe, wenn ich jeden Morgen zur Arbeit gefahren bin. An jedem einzelnen Morgen. Ja, und irgendwann fingen wir an zu reisen. Und Gott sei Dank, da hat mich auch Matthias ein bisschen aus der Komfortzone geschubst, denn ihr seht hier unsere Bilder aus Hawaii-Reisen. Das heißt, da musst du auch schon mal ein paar Glaubenssätze durchbrechen, denn das ist eine weite Reise, sie ist teuer. Ja, es ist auch ein Weg zu gehen. Und wie du vielleicht den Bildern entnehmen kannst, ist erstens die Natur sehr üppig, aber auch ich habe dann eine Verbindung wieder viel mehr zur Natur bekommen, mich angebunden. Ich habe zu mir gefunden. Ich spüre mein Herz. Ich spüre meine Kraft. Und dann hatte ich eine lange Zeit einen Wechsel gehabt. Denn auf der einen Seite wollte ich genau diese Kraft ausleben, aber zeitgleich hatte ich dann ganz, ganz große Rahmenbedingungen. Und die, die uns auf Hawaii kennenlernten, sagten immer, wie, was machst du im Pharma-Management und was macht Matthias am Hockenheimring? Und hier konnte sich keiner vorstellen, dass wir doch auch ein sehr spirituelles und angebundenes Leben führen. Also ging es immer hin und her. Und jetzt schau dir einfach mal an, diese zwei Versionen, ich möchte es dir einfach nur mal an meinem Bild zeigen, dass du vielleicht für dich auch jetzt gut reflektieren kannst. Welche Glaubenssätze hatte ich? Ich sag mal, in dem alten Job, da war ganz viel im Außen orientiert und auch limitiert. Ich habe viele Limitierungen von anderen übernommen. Und jetzt ist es so, dass ich schon ganz viel davon weggepackt habe und entpackt habe, wie eine Zwiebel. Bin ich am Ende? Nein, natürlich nicht. Aber ich bin auf der Reise und es sieht ganz anders aus. Ich fühle mich ganz anders im Körper. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ich habe keine Migräne mehr. Ich schlafe gut und ich habe keine Bauchkrämpfe mehr, wenn ich arbeite, sondern ich bin da. Das heißt, auch mein Energielevel ist anders. Und was ich tue, ist an ganz Dingen, ja, ganz anders orientiert. Und jetzt kommen wir zu dir. Deine doTERRA-Reise, dein Warum. Volker hat es schon mal angesprochen. Und vielleicht magst du mal kurz die Augen schließen oder einfach noch mal ganz kurz in dich gehen. Was ist dein Warum, dass du dich entschieden hast, auf die doTERRA-Reise zu gehen? Und zwar nicht nur die Öle zu verwenden, sondern sie auch zu anderen zu bringen. Vielleicht, weil du dich schon damit beschäftigt hast, ist es dir präsent. Oder irgendwas kommt direkt als Impuls. Hast du irgendwas erfahren, was andere möchten? Ist es ein finanzielles Ziel? Also schau mal, was da ist. Und lasst uns mal weitergehen. Dein Warum. Denn die Frage ist, was ist dein Ziel? Was treibt dich an? Du hast das Fähnchen gesehen. Was schenkt dir somit die Energie? Und die Frage ist, kommt dein Warum mehr aus dem Kopf? Kommt es aus dem Herzen? Wie groß ist dein Warum? Und ich kann dir sagen, diese Reise zu gehen, egal welche Lebensreise wir gehen, oft haben wir Druck, weil wir irgendwas tun müssen. In unserem Job, wenn wir angestellt sind, müssen wir auch Dinge tun, die wir eigentlich erstmal nicht machen wollen würden, aber müssen, weil der Chef oder die Chefin das sagt. Jetzt sind wir natürlich bei doTERRA freigelassen und da gilt es für uns, auch uns selbst auf den Weg zu bringen. Und als Reflexion für dich mal, schau mal, wie tief dein Warum ist. Für wen hat es Wert, dass du mit doTERRA erfolgreich bist? Und wem entgeht vielleicht etwas, wenn du aufgibst? Und wenn du da mal tiefer reingehst, kann das sehr emotional werden, weil ja, es geht um dich, aber es geht um so viel mehr. Und wenn wir das verstehen und wenn wir das fühlen, dann können wir was ganz Neues einladen. Und dann haben wir einen ganz anderen Fokus und dann gehen wir auch ganz anders voran. Das heißt, wenn wir sehr schwache Ziele haben, die kommen aus dem Verstand, die sind am Außen orientiert, weil wir wollen ja schön gefallen und hoffen auf Wertschätzung. Dass wenn jemand sagt, oh, das ist aber toll, wenn du das machst. Wenn das unsere Zielsetzung ist, die wird nicht Bestand haben, dass du diesen Weg wirklich gehst. Weil Zweifel viel zu schnell reinkommen und im Außen das Thema Network noch nicht allzu angenommen ist.
weil es immer irgendwas gibt, was dazwischen kommt, weil immer irgendeine Ablenkung da ist, weil immer irgendwer was in Frage stellt und du wirst ganz schnell sagen, ach komm, die haben ja alle recht, dann lasse ich's. Aber das brauchst du gar nicht. Weil wenn du dein Warum kennst und weißt, was dich erfüllt, dann kannst du auch deinen Weg vorangehen. Ja, also ich finde immer eine gefährliche Kombination, also deswegen prüfe für dich, wenn du entweder dein Warum nicht kennst oder deine Ziele nicht kennst oder sie keine wirkliche Bedeutung für dich haben, sondern nur, dass es nach außen schick aussieht oder irgendwie ein Teil deines Gehalts jetzt kommt oder ersetzt wird und dann ist es zu leicht, wieder dem Außen zu folgen und Zweifel lassen dich dann doch schnell wieder aufgeben. Also schau danach. Und wenn du lernen möchtest, dass ein tiefes Warum ist, dann machst du YouTube auf und ich sehe, viel von euch haben YouTube geöffnet. Also schaut nochmal und ich bin mir sicher, ein Großteil von euch kennt das Video Genesis. Der Beginn von doTERRA. Das Warum der Gründer. Ich habe Gänsehaut, wenn ich das Video anschaue. Ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesehen habe. Jedes Mal berührt es mich zutiefst, weil du spürst, da geht es nicht darum, einfach ein Unternehmen zu gründen und wirtschaftlich erfolgreich zu sein und das alles zu melken wie eine Kuh, wie bei vielen wirtschaftlichen Unternehmen, die wir noch draußen haben. Hier fühlst du, was da ist. Hier fühlst du, wie bedeutend das ist, dass jemand eine Vision hat und es geht, die Schritte und den Weg geht, egal was da im Außen passiert, den Fokus hat auf das, was ruft, auf das, was von uns erfüllt werden möchte. Also ihr merkt, es geht in eine Bestimmung hinein. Und ich frage euch, für wen hat es Wert, dass die Gründer diese Hürden alle gegangen sind? Und was wäre, und ich habe wirklich Gänsehaut von oben bis unten, wenn sie den Weg nicht gegangen wären, wenn sie anderen zugehört hätten, die das in Frage gestellt haben, was sie gemacht haben. Wir würden gerade nicht hier sitzen. Wir würden gerade nicht diese Chance haben, so viel in der Welt zu verändern. Denkt an die Menschen, die die Pflanzen anbauen, die Destillateure. Überleg mal, was das für Konsequenzen hätte, wenn diese 7 Menschen nicht an sich geglaubt hätten und diesen Weg gegangen wären. Ja, das heißt, finanzielle Ziele. Top, nehmt auch finanzielle Ziele auf jeden Fall in eure Ziele und in euer Warum mit rein. Und zeitgleich werdet ihr aber auch merken, dass sich da ganz, ganz viel tut, dieses Thema auch zu klären. Denn was höre ich ganz, ganz oft, heute Morgen waren schon ein paar Tapfere da, habe ich gesehen, die gesagt haben, ja, ich bin bereit zu Presidential Diamond, mich dem zu öffnen. Aber wisst ihr, was ich ganz oft höre, dass viele sagen, ich möchte nur Silber werden. Ich glaube, Silber ist mir genug. Und wisst ihr, was da passiert? Wir schauen in den Bildguide, schauen, was da als durchschnittliches Einkommen steht. Dann denken wir, ja, damit komme ich ganz gut klar. Somit bin ich sicher, wenn ich meine Erwartungen nicht so hoch setze, dass ich keine Versagensängste mich stellen müsste. Dabei ist die Frage, wer definiert hier, ob wir versagen? Das heißt, entweder ist dieses, ich staple so tief oder habe ein schlechtes Gefühl, dass ich überhaupt Einkommen generiere mit Dingen, die aus meinem Herzen kommen. Und dann haben wir auf der anderen Seite, wenn ihr mal Social Media aufmacht, da in der Bubble, dann ist dieses, verdiene 10.000 Euro, indem du einfach nur deine Energie anpasst und und bist im Nullkommanichts, hast du mindestens 10.000 oder 20.000 oder 50.000 Euro nur durch dein Sein und du ziehst alles an. Ich sag euch, beides ist verquert. Ja, ich möchte euch mal ein Bild dazu geben, weil wir ja heute über doTERRA sprechen. Weil es fühlt sich alles gut an. Ich sage euch, die Ablenkung ist groß draußen. Ja, und aber was bedeutet das denn in so Größenordnung? Ja, wenn jemand sagt, 10.000 Euro oder sowas zu sprechen. Und ich sage euch, da sind Businessmodelle ähnlich und keins anders als das andere. Und ich möchte mal ein Bild nehmen und ich hoffe, Vicky und Peter und Thorsten, das ist für euch so in Ordnung. Ich habe alle drei mal gefragt, wie groß ihr Team gerade ist. Weil, stellt euch mal vor, wenn jemand sagt, ja, du kannst mit Leichtigkeit
so viel Einkommen generieren. Aber die Sache ist mit, was musst du denn dafür generieren, um ein Einkommen in dieser Höhe zu haben? Was muss es denn für dich als, was bedeutet es für dich als Persönlichkeit, diesen Raum zu halten, diese Glaubenssätze, diese Energie zu haben und die Dinge zu tun, die du brauchst, um solche Einkommen zu generieren? Ja, stellt euch mal vor, Biggie und Peter sagen, ach, ihr Lieben, wir haben schon so viel für diese Welt getan. Wir machen jetzt mal für ein Jahr Urlaub und reisen um die Welt und oh, wir können uns gerade um nichts mehr kümmern. Bitte, liebe Petra, Astrid, Heike, Dagmar, wie ihr hier seid, Katrin, Birgit, übernehmt doch einfach mal unser Team. Macht mal. So, wie würdest du da sitzen? Ich habe die beiden mal gefragt, wie viele Menschen sind in diesem Team? 4.300. Ja, es geht darum, für 4.300 Menschen den Raum zu halten, zu schauen, dass sie wissen, wie sie die Öle verwenden. Dann habt ihr da einige an Beratern, zu schauen, dass sie ihren Weg finden, die Glaubenssätze aufrecht zu erhalten, für so viele Menschen auch Verantwortung übernehmen zu können, die Energie zu halten, nicht bei Kleinigkeiten den Kopf in den Sand zu stecken und weil vielleicht gerade die IT nicht klappt und zu sagen, oh mein Gott, so habe ich keine Lust mehr, sondern den Raum zu halten für alle und die Dinge zu tun, die zu tun sind. Und dann kannst du nicht mehr nur eins nach dem anderen tun, du musst dir auch überlegen, Systeme zu schaffen, dass du gut arbeiten kannst, dass du es abfangen kannst, dass du nicht im Burnout landest. Ja? Oder zu Thorsten weiterzugehen. Ich habe Thorsten gefragt. Er hat jetzt also in unserem Team hier sensationell, das sind wir alle, 11.000 Menschen. Stell dir das mal vor, stell dir die mal auf einem Fleck vor. Und das ist so großartig. Aber was bedeutet das, wenn du genau solche Schritte gehst? Welche Glaubenssätze brauchst du und welche Energie und welche Handlungen? Wenn die drei noch daran zweifeln würden, ob die Öle helfen, ob denn doTERRA das richtige Unternehmen ist, keine Chance. Also seht einfach, um welchen Weg es geht. Und die Sache ist die, das sollte ich jetzt auch gar nicht erschrecken oder abschrecken oder Panik machen. Das ist, worein wir wachsen. Das ist die doTERRA-Reise, dass wir uns ausweiten, dass wir Dinge lernen, dass wir uns weiterentwickeln, um genau diesen Raum zu halten, um genau diese Leader zu sein. Und das schaffen wir oder sind wir schon vorgegangen. Ich bin überhaupt kein Diamond, also, aber ich meine, wir Leader einfach schon Schritte vorangegangen. Aber die kannst du genauso gehen und die wirst du genauso gehen. Und du wirst da reinwachsen. Und es ist gut, dass wir bei doTERRA die Chance haben zu wachsen. Ich kann dir sagen, es ist nicht einfach, wenn du vom einen auf den anderen Tag in eine Führungsposition befördert wirst und leitest auf einmal deine ehemaligen Kollegen. Da wird von dir erwartet, dass du vom einen auf den anderen Tag präsent bist. Boom, Führungsposition, andere Glaubenssätze hast, eine andere Energie, einen anderen Raum halten kannst. Das ist innen erstmal noch nicht so schnell, aber außen musst du das schon darstellen. Ja, das heißt, wir haben diesen Weg mit doTERRA, die Freiheit und die größte Sicherheit, weil viele sagen ja, oh, ist es denn sicher, was du da machst? Ich sage euch, die größte Sicherheit ist, in dich zu investieren. Die doTERRA-Reise ist ein Wachstum. Du wirst reich an Möglichkeiten, reich an Strategien, reich an Kontakten mit Menschen und Wissen. Das wird dir keiner nehmen können. Und egal, was passiert, du hast immer das und kannst immer wieder darauf aufbauen. Ja, also prüfe nochmal dein Warum. Schau dir nochmal deine Ziele an und aus welchem Motiv hast du sie festgelegt. Und wenn du ein Umfeld hast, was einfach nicht so weit denken kann, dann kreiere dir ein neues Umfeld, suche Menschen für dein Team oder verbinde dich doch hier einfach im Team oder Crossline. Das wird dich ungemein stärken. Und wenn du das Gefühl hast, da ist zu viel Ablenkung, mein Gott, wir haben die besten Tools der Welt, um es uns leichter zu machen, die Öle. Ja? Und jetzt lasst uns mal zu unseren Erfahrungen gehen, weil das ist das, was uns jetzt wirklich vorantreibt. Wir machen tolle Erfahrungen mit den Ölen und geben das weiter. Und das ist doch das, worum es in der doTERRA-Reise geht. Wir sind Kunde, lernen, was die Öle für uns tun können und dann geben wir es weiter. Das heißt,
wir beginnen im Beraterdasein und geben es dann wieder anderen weiter. Also es geht immer erst darum, wir machen Erfahrung und teilen es mit anderen. Es ist ein ganz, ganz, ganz menschlicher Prozess, durch den wir uns durchentwickeln. Und ich möchte dich nochmal dran erinnern, Erfahrungen sind wichtiger, deine Erfahrungen mit den Ölen, als das ganze Modern Essentials auswendig zu können. Ja? Und geh einfach den Weg. Und wenn du von deinen Erfahrungen sprichst, dann werden auch nicht Leute sagen, nein, das ist aber falsch und das ist aber anders. Das sind deine Erfahrungen. Ja? Und dass Menschen dich spiegeln, ist ganz normal. Und dann kannst du aber auch erkennen, wo noch Glaubenssätze sind, die du lösen kannst. Und kannst sie dann durch die Öle klären. Und dann wird dein Gepäck immer leichter. Und dieser Berg, der am Anfang vielleicht so hoch aussieht, du kennst ja hier auch diese Entwicklung mit den Rängen und welche Glaubenssätze dafür für uns wichtig sind, der wird auf einmal gar nicht mehr so hoch. Und dann merkst du, ah, da ist ja ein Weg und ein nächster Schritt. Und hier siehst du zum Beispiel auch, die ersten Ränge sind mehr die Selbstentwicklung. Ich glaube an das, was ich tue. Ich glaube an mich. Und bei den höheren Rängen geht es um Bestimmung. Also je höher dein Warum ist, auch eine Bestimmung zu leben, umso stabiler wird das alles für dich. So, jetzt kommen die Momente. Alles läuft gut, du bist total motiviert und auf einmal geht dein Berg gar nicht nach oben, sondern du machst zum Beispiel Social Media auf. Ja? So, deswegen Achtung bei Vergleichen. Ja? Und beobachte, was läuft, weil du wirst dich vielen deiner Glaubenssätze stellen müssen. Und ich glaube, ihr kennt jetzt viele Themen, deswegen möchte ich hier eigentlich nochmal leicht durchgehen. Wenn du dich sprechen hörst, ich habe keine Zeit, guck dir bitte nochmal an, wo setzt du deine Priorität und wie ernst nimmst du dich? Stehst du für dich ein? Kommunizierst du allein schon deiner Familie, hier und da bin ich nicht da, weil ich baue jetzt mein Business auf? Was übrigens in jedem Business mindestens 3 bis 5 Jahre dauert. Das heißt nicht 2 Monate oder 3 Monate da sein, präsent sein. Ja? Willst du es als Hobby betrachten oder als Business? Und schau, da hängen ganz viele Selbstwertthemen mit und Selbstsabotage, wenn du sagst, ich habe keine Zeit. Bitte schau an, was es ist. Wir haben die Öle dafür. Auch die Angst vor Ablehnung wird sich zeigen. Wie oft höre ich, ich brauche erst XY, bis ich starten kann, die Webseite. Ich brauche noch 5 Ausbildungen und Zertifikate. Und die Sache ist die, es ist schön, wenn wir unsere Erfahrung mit Wissen anreichern. Aber oft ist es zu Beginn, achte mal darauf, sich versuchen, eine Legitimierung zu schaffen. Wenn ich das Zertifikat noch habe, dann darf ich ja über die Öle sprechen und das und das. Aber die Sache ist, wenn du genau diese Ausbildung machst, stehst du danach wieder genau am gleichen Punkt, weil dann geht es darum, mit Menschen zu sprechen und dich deiner Angst vor Ablehnung zu stellen. Schaue einfach drauf, was ist. Ich bin absoluter Fan von, dass wir uns wirklich mit viel Wissen immer wieder wachsen. Aber achte drauf, ob es hier die Ablenkung ist oder ob es ein Add-on ist für deinen Wert. Auch genauso das Verkaufen-Thema. Wenn du das Gefühl hast, dann nimm die Öle noch mehr, mach noch mehr Erfahrung und konzentriere dich darauf, wie du Leben verändern kannst. Also wir sind hier wieder im Thema Selbstwert, genauso auch beim Thema Sichtbarkeit. Kurze, lustige Story, ich kann dir sagen, mir ging es genauso. Ich habe vorher ja so aus dem Kopf gearbeitet und dann habe ich gedacht, Mist, wenn jetzt jemand sieht, was ich jetzt aus meinem Herzen hier machen möchte. Ich habe mich so angreifbar gefühlt. Matthias meinte so, ach komm, ich helfe dir mit einer Webseite und so. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe keine Zeit, ich muss jetzt Wäsche waschen. Und ihr könnt, also es war wie im Comedy-Serie ungefähr, denn wenn ihr mich kennt, wisst ihr, Wäsche hat Priorität bei mir nicht vorhanden. Ja, es ist gut, wenn wir was zum Anziehen haben, aber da habe ich selbst beobachten können, was passiert, aber ich hatte so Angst, mich zu zeigen. Und genauso auch, manche sagen, das und das ist nicht mit mir in Alignment oder nicht mit mir stimmig. Aber da ist immer die Frage, ist es das oder ist es doch ein bisschen außerhalb der Komfortzone? Ich kann euch sagen, ich wäre nie auf Online arbeiten gegangen, wenn nicht Corona gekommen wäre. Ich habe gesagt, ich spüre da keine Menschen, ich will das nicht machen.
Und jetzt kann ich euch sagen, ich liebe online zu arbeiten, noch mehr sogar als, also ich liebe persönlich zusammenzukommen, aber ich merke, wen ich gerade so erreichen kann und ich liebe es einfach. Schau den Weg, geh Schritt für Schritt. Du kannst auch super 1:1 beraten, kleine Gruppen machen, du darfst wachsen, gib dir die Zeit. Ja. Und jetzt waren wir bei den Glaubenssätzen, jetzt in Richtung Energie, Emotionen, Menschen wünschen sich Freude. Also schau, in welcher Energie du bist. Nicht erschöpft und ach, ich muss es schaffen, ich muss was erklären. Das ist anstrengend und das kommt an. Menschen kaufen, was du bist und was du ausstrahlst. Ja, erinnere dich da immer wieder dran. Und wenn du möchtest, mach dir hiervon gerne nochmal einen Screenshot für deine Reflexion. Was schenkt dir zum Beispiel Energie? Also werde dir darüber bewusst, was raubt dir Energie? Das kann Umfeld sein, es können Menschen sein und Natur kann dir Energie schenken. Werde dir bewusst, wo deine Energieressourcen sind, dass du möglichst viel mit Energie aufgeladen bist. Wie ist es mit deinem Umfeld? Wenn es nicht passt, kreier dir eins. Wie emotional ist dein Warum? Ihr wisst es, Emotion, Energie in Bewegung, in Motion. Wie kannst du mit Begeisterung arbeiten und mit welchen Menschen, wo geht dein Herz auf? Also sei dir deiner Energie bewusst und vor allem, wenn du dann in die Handlungen gehst. Ich werde es noch einmal erwähnen, nutze deine Öle und zwar noch mehr. Jede neue Erfahrung, die du machen kannst, bereichert das, wie du beraten kannst. Bestell dir was, was du noch nie bestellt hast. Wende es nochmal auf eine andere Art und Weise an. Und komme ins Tun. Glaubenssätze, wir haben die Öle, lösen sich, wenn du immer wieder kleine Schritte gehst und es wirklich tust, weil du merkst, ah, es passiert hier gar nichts, wenn ich jetzt was über mich poste. Ah, es passiert hier gar nichts. Und du fühlst dich sicherer und besser. Ja, und warte nicht, bis dein Umfeld das absegnet, was du machst. Warte nicht, bis du Bilder findest, bis jemand einen Abend organisiert. Wenn dein Urlaub rum ist, du gehst in Aktion. Kein Unternehmer sonst würde so viel Verantwortung abgeben. Ja, und Regelmäßigkeit hat Volker schon erwähnt. Das geht darum, es braucht sonst immer viel mehr Energie, wenn du on-off arbeitest. Und wenn Menschen auch sehen, dass du regelmäßig tust, nehmen sie dich auch ernst und auch du dich. Und wenn sie dich ernst nehmen und sehen, dass du regelmäßig was tust, vertrauen sie auch in dich und das, was du tust. Und du kannst ganz anders dich verbinden und ganz andere Wege eröffnen. Also gehe vor als Vorbild und erzähle auch deine Geschichte. Und da ist auch die Sache, was ist jetzt deine Geschichte auf diesem Weg deiner Erfahrung? Ich könnte jetzt erzählen mit, ich habe die Öle in Hawaii kennengelernt, dann habe ich den Thorsten getroffen und die Katharina und dann bin ich den Schritt gegangen und den, das ist chronologisch. Aber soll ich dir sagen, was Menschen bewegt, wenn ich sage, in dem Moment, als die Öle mich gefunden haben, ich kann auch gerne Hawaii erwähnen, war ich erschöpft. Ich wusste gar nicht, wie ich aus diesem, ja, überhaupt alles rausgehe. Ich habe nur gemerkt, ich passe da nicht mehr rein, ich passe nicht mehr in das Umfeld. Mein Körper hat geschmerzt und deswegen habe ich einen neuen Weg gesucht und da war die Lösung. Dann hören dir Menschen zu, denn sie können sich dann mit dir identifizieren. Ja, also schau, was kommunizierst du? Und übrigens, jede kleine Ölerfahrung, die du machst, sind alles Mini-Stories, Mini-Geschichten, die du erzählen kannst. Mein Mann Matthias, der hatte früher als Kind schon Kopfschmerzen. Die Ärzte haben ihn weggeschickt und haben gesagt, geben Sie ihm Tomapyrin. Der hat wirklich schon im jungen Alter Tomapyrin genommen. Soll ich euch was sagen? Das ist alles weg. Würde dich dann interessieren, durch was? Mich schon. Ja. Ihr kennt die Lösung, ja. Brauche ich gar nicht näher eingehen. Und ich möchte noch kurz in Richtung Social Media gehen, weil es ja auch immer präsenter wird. Ja, meine Zeit ist jetzt langsam rum. Ich nehme noch 5 Minuten. Ich denke, das passt jetzt für euch alle. Eine kleine wahre Geschichte. Es ist das Jahr 2017. Also Oh mein Gott. Nicht 2017. Wie komme ich denn gerade da drauf? Letztes Jahr. Sucht eine Frau jemanden, der mit doTERRA arbeitet, um doTERRA-Öle zu kaufen. Sie geht auf Social Media und sieht Menschen, die doTERRA-Flaschen in der Hand haben. Kennen wir alle.
Sie schreibt die erste an und sagt, ach, das ist toll, dass du doTERRA-Öle hast, ich möchte gerne welche kaufen. Die erste sagt, ah du, ich liebe zwar doTERRA-Öle, aber ich arbeite gar nicht damit. Und eigentlich, ich bin gar keine Beraterin. Dann hat sie gesagt, ah, okay, ich dachte, weil ich habe dich gesehen mit den Flaschen. Sie schrieb die nächste Frau an, die sie sah, auch Social Media, mit Flaschen, doTERRA-Flaschen. Und auch die sagte, ah du, ich liebe die Öle, aber nee, also verkaufen tue ich nicht wirklich. Und oh, ich weiß eigentlich gar nicht. Und dann hat sie gesagt, boah, da war sie aber echt verwirrt. Dann hat sie, Achtung, doTERRA kontaktiert und hat gesagt, hallo, ich möchte gerne doTERRA-Öle kaufen. Und doTERRA hat einen Kontakt einer Beraterin gesendet. Und soll ich euch was sagen? Auch der ist nicht zustande gekommen. Und kurz darauf fand sie meinen Account und hat mich kontaktiert und hat gesagt, Miriam, ich möchte gerne doTERRA-Öle kaufen. Und dann habe ich gesagt, es ist mir eine Ehre, dich dabei zu begleiten. Und soll ich euch was sagen? Sie ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr in meinem Team und Silber winkt. Also sie ist eine meiner elementaren Beraterinnen. Ja, und das ist zu Zeiten schon passiert von Social Media. Ja, nicht in 2017. deswegen, schau, wenn du dort Menschen ansprechen möchtest, dann ist auch da die Regelmäßigkeit wichtig. Und du machst den Unterschied. Mittlerweile kennen Menschen diese Flaschen, aber du machst den Unterschied. Menschen entscheiden sich bei dir zu kaufen, bei Menschen. Und übrigens sind wohl nur 2 Sekunden, dass jemand dein Profil anschaut und entscheidet, bei dir länger zu bleiben. 2 Sekunden. Dann braucht es Bilder von dir, Menschlichkeit. Ja, zeige deine Werte und zeige deine Transformation. Die hast du alle mit den Ölen durch. Und ja, bitte, deswegen hassen wir alle Social Media. Überfalle keine Menschen, schreibt dir nicht irgendwas, was sie kaufen wollen oder sofort buchen sollen, wenn ihr euch nicht kennengelernt habt. Volker hat das so schön beschrieben. Übrigens braucht es etwa 9 Monate, dass euch jemand zuschaut, weil über Social Media braucht es einfach länger, Vertrauen zu fassen. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass sich 85% der Menschen etwa gar nicht bewusst sind, dass sie ein Problem haben. Und wenn du jetzt schon eine Lösung anbietest und die gar nicht wissen, dass sie ein Problem haben, werden sie deine Lösung gar nicht annehmen können. Das heißt, schaffe Bewusstsein dafür und dann zeige die nächsten kleinen Schritte. Also ich kann euch sagen, ich liebe Social Media und ich finde es eine tolle Möglichkeit, aber wisse, es braucht länger, es braucht Vertrauen und es braucht auch da genau die richtigen Schritte und Disziplin. Öffne nicht die App und fange an, überall zu gucken, dich zu vergleichen, mach's zu und denke, das ist eh nichts für mich, weil ich bin keine Dani Hülsen. Das ist kontraproduktiv. Ja, also mach das dann gezielt. Und noch in Richtung Einkommen möchte ich auch gerade noch ein paar Worte sagen. Denn viele wollen ja beginnen und dann sagen sie, ah, jetzt kommt nicht das bei rum, was ich hatte. Und dann ist das Warum nicht groß und dann kann es ein Grund sein, rauszugehen. Konzentriere dich zu Beginn, vor allem dann. Und halte das auch immer im Fokus. Ihr habt schon von den Pipes gehört. Also genau um die Dinge, wo es darum geht, Menschen einzuladen, mit ihnen über die Öle zu sprechen und Lösungen zu finden. Das ist der Kern. Nicht lang viel vorbereiten. Das kannst du immer strategisch machen, aber konzentriere dich auf den Kern. Denn dann kommt das, was zuerst für dich von Relevanz ist. Das ist der Fast Start Bonus. Das heißt, da siehst du auch, wenn sich was tut. Du schreibst Menschen ein und denkst auf einmal, oh, das ist ja ein Guthaben. Davon kann ich mir jetzt Öle kaufen. Das fühlt sich so, so, so gut an, dass wenn du was von Herzen tust und was zurückkommt. Ja, und deswegen ist auch wichtig, dass du einschreibst. Ich habe hier geschrieben, unpopuläre Meinung, aber es hat mal die Kelly Martinez gesagt, eine Presidential Diamond aus den USA. Und sie hat recht. Wenn du nicht einschreibst, baust du kein Business. Das ist hart, aber es ist wahr. Das heißt, du wirst auch viel mehr mit doTERRA verdienen, wenn du aktiv bist, wenn du einschreibst. Und Volker sagt ja auch, wenn du nur für andere baust, das ist Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Du kannst Teile übernehmen, aber es ist wichtig, da auch Verantwortung zu übergeben. Power of Three begleitet deine Menschen gut. Da geht Peter ganz, ganz toll noch darauf ein, wie du da arbeitest. Uni-Level kann ich euch sagen, der ist zwar am Anfang total klein, aber es ist das beste Gefühl überhaupt zu merken, ich tausche nicht mehr nur Zeit gegen Geld. Und dann kommt so eine erste Vorstellung, was das überhaupt bedeuten kann.
und später dann die Leadership Pools, da kommt dann quasi auch die Belohnung, dass du den Weg gehst, dass du dich für Wachstum öffnest, dass du deine Bereitschaft zeigst. Ja, und sei dir bewusst, am Anfang bekommst du weniger, als du gewohnt bist aus dem Angestelltenverhältnis für dein Tun, was du verdienst. Aber das bleibt nicht so. Aber das ist, ich möchte es nochmal ganz kurz betonen, das ist in keinem anderen Network anders, das ist in keiner anderen Selbstständigkeit anders. Du kannst nur noch im Angestelltenverhältnis bleiben und genau in dem verweilen. Das ist die Alternative. Wenn du frei werden möchtest, dann gilt es, Schritte zu gehen. Ja, halte deine Vision. Das heißt, Selbstständigkeit ist eine Reise zu dir selbst. Und ich kann dir sagen, das große Plus ist, wir haben hier eine Gemeinschaft. Wir sitzen hier, weil wir füreinander da sind, weil wir uns gegenseitig bestärken, ermutigen. Wir haben die besten Tools ever, wirklich, um uns persönlich zu stärken. Und die sind flüssig hier in unseren Flaschen. Ja, und wir haben das Backup, dass Menschen da sind, uns zu tragen und zu begleiten und zu stärken, bis wir so weit sind oder wenn wir es brauchen, um dann weiter voranzugehen. Und wir haben ein Unternehmen mit Herz, mit Warum. Und ich sage euch, und ich habe Gänsehaut, deswegen ist es ein Unternehmen der Zukunft. Nach meinem Gefühl werden Unternehmen, die rein aus finanziellen Zwecken hier auf diesem Planeten sind, nicht mehr dauerhaft hier existieren können, weil andere Unternehmen, die hier aus dem Herzen kommen, ihnen den Rang ablaufen werden. Weil Menschen merken, wie wichtig es ist, menschliche Verbindungen zu haben. Wir haben das über Monate erlebt, wie es ist, wenn wir es nicht haben. So, wird meine Stimme schon ein bisschen weich, aber das darf sie. Es gibt keinen leichteren Weg in die Selbstständigkeit. Aber schaue für dich immer, wo bist du gerade mit deinen Glaubenssätzen, wo bist du mit deiner Energie und was tust du oder was tust du nicht und wo hältst du dich ab? Ja, schau, wie sieht es bei dir aus? Nimm das bitte von Herzen für dich mit. Und ich kann dir noch abschließend sagen, der größte Erfolg, den wir haben können, liegt nicht bei dem Fähnchen, was ich dir am Anfang gezeigt habe. Das ist nur unsere Orientierung. Unser Erfolg liegt in jedem Schritt, den wir gehen, in jedem Schritt dieser Reise. Und auch wie es Volker schon erwähnt hat, weil dann sind wir reich, reich an Möglichkeiten, reich an Erfahrung, reich an Wissen. Und wir haben immer uns mit uns dabei, egal was draußen passiert, egal was draußen wegbricht. Wir können immer wieder alles aufbauen, selbst wenn es kritisch wird, weil wir uns bei uns haben. Das ist der wichtigste Wert überhaupt. Lerne ihn zu schätzen. Lerne zu erkennen, was du an Schatz in dir trägst, an Talenten, an Stärken, was du der Welt zu sagen und zu geben hast. Bitte lass dich da nicht zurückhalten. Denn ganz viele Menschen brauchen gerade, dass wir vorangehen und unsere Schritte gehen. Und wenn du Wert schaffst, wird Erfolg folgen, wird das Finanzielle folgen. Aber bitte geh du deinen Weg und lass dich nicht ablenken. Nimm die Kopfhörer, die du gerade gesehen hast. Nimm dir deine Ölflaschen and go forward.